Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video beim Shisha-Team. Yo, grüß euch. Ja, wir sind zurück und haben uns einen neuen Tabak für euch rausgesucht. Und zwar den Wild West von Smyrna Tobacco. Ist eine Tabakmarke, die es, wie ich gerade auf der Dose gelesen habe, tatsächlich schon seit 2003 gibt. Noch nie was davon gehört. Zu unserer Scheide echt noch gar nicht. Seit dem letzten Besuch auf der Shisha-Messe erst. Gut, dann haben wir 3 Dosen insgesamt mitgenommen. Und ja, weil er uns ganz gut gefallen hat, so viel schon mal vorab, dachten wir, testen wir den heute mal offiziell für euch. Und ja, wir haben hier die 200 Gramm Dose für 14,90 €. Also ein ganz durchschnittlicher, normaler Preis. Der Wilde Westen beinhaltet die Geschmacksrichtungen Ananas, Kaktus und Menthol und Minze. Nice, das hat ja geklappt. Cool, das habe ich, ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. ja, genau, also klingt auf jeden Fall nach einer ganz interessanten Mischung, gerade auch jetzt für die warmen Sommertage. Klingt relativ erfrischend, fruchtig, lecker. Auf jeden Fall. Also, wir bauen jetzt gleich einen Kopf, würde ich sagen, und riechen dann mal an dem Rest, was in der Dose noch drin ist. Aber der hier ist schon voll. Jetzt geht's los hier, eine neue Runde Kopfbau, eine neue Runde Wahnsinnsfahrt. Auf geht's, zacki, zacki! Ja, wie man hier sehen kann, der Schnitt von dem Tabak ist relativ fein. Man hat keine überschüssige Molasse. Er eignet sich also perfekt für einen wundervollen Kopfbau. Ich hoffe, ihr könnt das im Video sehen, denn live ist das wirklich ein Hochgenuss, der seinesgleichen sucht. So, die Pfeife läuft. Dann legen wir mal los. Weiter geht's. Und zwar mit dem Geruch. Oh, ja, es ist ein bisschen anders als man erwartet. Also eigentlich dadurch, dass ja eine Minz- und Mentholnote drin sein soll, habe ich jetzt mit so einem mega frischen Kick gerechnet. Aber es riecht total mild. Man hat jetzt kein Stechen, kein Brennen in den Augen. Und man hat so eine, ja, so eine leichte, süße Note. Fruchtig, die man halt wirklich so auf die Ananas schieben könnte. Aber von dem Kaktus rieche ich nichts, beziehungsweise weiß ich nicht genau, wie Kaktus dann in dem Fall riechen soll. Das ist immer so ein einfach süßlicher Geruch. Also den hat man hier auf jeden Fall auch. Fruchtig, süß und halt nicht krass kalt. Ist es denn im Geschmack anders? Ich glaube, dass es ist nicht so, wie man es erwartet. Trifft hier auch voll und ganz zu. Man denkt ja bei Menthol und Minze, wow, da muss jetzt was kommen, da stelle ich mich jetzt drauf ein, dass mir gleich der Hals zufriert. Ich muss ehrlich sagen, ich schmecke es fast gar nicht. Also ganz, ganz dezent frisch, aber ansonsten eine sehr, sehr übertrieben süße Note, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil ich mag so eine sehr süßen Tabake sehr gerne, weil ich auch den Sweet Breeze da vorne zu stehen habe, den mische ich mir dann da rein und da habe ich meine Minznote, die auch noch extrem geil schmeckt. Aber hier ist es, weiß nicht, ich finde es ein bisschen negativ, weil man kauft sich den in der Erwartung, dass es ein richtig schön frisch süßer Tabak ist. Ja, der ist aber einfach nur extrem süß. Schmecken an sich tut er aber trotzdem geil. Man merkt die Kaktusnote wirklich sehr dominant. Ananas, wie du auch im Geruch gesagt hast, so ein bisschen im Hintergrund, hätte besser sein können, wenn es ein reiner Kaktustabak gewesen wäre, hätte ich gesagt, der ist geil. Aber so in dieser ganzen Konstellation habe ich mir was ganz, ganz anderes vorgestellt. Und das ist ein bisschen schade. Ja, also ich muss auch sagen, mir schmeckt der im Geschmack besser, als er im Geruch riecht. Kann man das sagen? Also, Deutschlehrerin lässt es durchgehen. Nochmal gerettet. Glück gehabt. Hm. Ich finde schon im Geruch, also man riecht den Kack, aber nicht den Tuss. So, so würde ich vielleicht sagen. Ich finde, der riecht echt nicht lecker. 100 Punkte von der Deutschlehrerin dafür. 1 plus. Mit Bienchen. Wenn ich länger an dem rieche, wird mir, glaube ich, schlecht. Weil ich weiß nicht. Ich finde, da ist so eine relativ starke Mocknote einfach dabei. Die aber im Geschmack tatsächlich nicht da ist. Also rauchen kann man den wirklich ziemlich entspannt, wenn man wirklich süßen Tabak mag. Da würde ich mich echt anschließen. Nee, aber eine Probierempfehlung gibt es auf jeden Fall trotzdem. Den kann man auf jeden Fall rauchen, deshalb ist die Dose ja auch schon leer. Also der ist nicht eklig oder so. Überhaupt nicht. Rauch. Punkt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch alles abgearbeitet.
Dann ja, würde ich sagen, gebt dem Tabak eine Chance, wenn ihr mal auf der Suche nach irgendeinem Kaktus-Tabak seid. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Wir verabschieden uns. Vergesst nicht, unsere Facebook-Seite abzuchecken und Instagram und ich weiß gar nicht, was wir mittlerweile das haben. Guckt da einfach mal rauf. Ist auch eingeblendet. Bei Simona könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die waren echt cool bei der Messe. Echt nett. Auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Sehr, sehr cool. Außerdem, das waren die in dem Video mit 10 Euro pro Tabakdose. Stimmt, deshalb haben wir den gekauft. Hätten wir eigentlich mehr mitnehmen können. Also die anderen Sorten waren wirklich nicht schlecht. Es war kein Oberhammer Mega Ultra Burner dabei, aber der Tabak ist definitiv safe rauchbar und könnt ihr einfach mal probieren, wenn euch da eine Sorte gefällt. Die haben auch. Ja, ich häng nicht dabei? Ah, oh, das ist ja Ugly King. Achso. Sag's nochmal. Nee, sag's. Also, der Ugly King war dabei, ja. Der war auch echt lecker. Genau, und wenn ihr dann schon auf den Seiten wart, dann vergesst nicht auch ein Like da zu lassen. Und natürlich auf YouTube den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir versorgen euch regelmäßig mit neuen Videos rund um das Thema Shisha. Und ja, dann sind wir raus. Wir wünschen euch noch einen entspannten Tag. Hoffentlich mit einer leckeren Pfeife. Sonst ist das nämlich kein schöner Tag. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.